So, Aufzeichnung läuft. Das ist deine, Felix, und dann mache ich den Together-Mode auch mal aus. So. Vielen Dank, Simon, auch, dass du die Einladung sehr breit gestreut hast, was ich heute Morgen erfahren habe. Es gibt immer wieder positive Überraschungen im Leben. Und ich denke, jetzt nach der Mittagspause ist es eigentlich auch wichtig, aus diesem Raum etwas einen Energieraum zu machen. Deswegen würde ich euch einladen, ihr habt ja alle schon alle die Videos freigeschaltet, jetzt euch anfangen aufzustehen und zu bewegen. Das wäre eine Einladung nach dem einfach so frei bewegen, wie ihr wollt. Nutzt den Raum aus, den der Screen anbietet. Es ist auch mal lustig, entlang des Screens sich zu bewegen oder mal was nach links und nach rechts zu übergeben. Und jetzt mal Stopp, Freeze. Okay, wir machen weiter. Wir bewegen uns. Eine ganz exquisite Bewegung, die man sonst nicht macht. Genau, der Karl macht es schon vor. Die Faszien dehnen, ist ja auch immer so. Der Simon ist ja super ausgerüstet in seinem Büro. Freeze! Okay, jetzt habt ihr alles mir nachgemacht, ja. Jetzt machen wir es in einem anderen Modus. Und zwar, dass jetzt, sobald einer anfängt, sich zu bewegen, bewegen sich die anderen auch mit. Und wenn sich alle bewegen und einer anfängt zu freezen, freezen wir alle. So. Also jetzt gilt es, das Umfeld zu beobachten. Sehr schön. Gut. Ich hoffe jetzt, der Mind ist jetzt offen für die Session. Ja, was hat das jetzt mit dem Thema Leadership zu tun? Vielleicht ein, zwei Stimmen. Was kommt euch da in den Sinn? Auch bei der Führung muss man immer in Bewegung bleiben. Genau. Sehr gut. Schade. Und dass Führungskräfte sich Verhalten abschauen voneinander und alle das tun, was andere tun, so Nachahmungseffekt. Mhm. Führungskräfte hinterfragen nichts, sondern sind Mitläufer. Genau. Ein Stuhl. Es braucht eine Achtsamkeit für das, was bei meinen Mitarbeitern vorgeht, okay. Das mitzubekommen. Ja, genau. Genau. So, jetzt muss ich mal mein Screen teilen. Könnt ihr was sehen? Ja. Ja. So. Gut. Jetzt muss ich kurz euer Fenster wieder öffnen. Ja. Genau. Gut, dann willkommen zu dieser Session zum Thema Energieräume für Führungskräfte. Und ich werde über ein Lernexperiment berichten, aber vielleicht fange ich erstmal kurz an mit den Energieräumen, die mir einen riesen Spaß machen. Das ist einerseits links mein Team, SAP Development Learning, das für alle Lernangebote für Entwickler und Ingenieure bei SAP verantwortlich ist. Das ist ein Team, was mir unheimlich viel Energie bringt. Und natürlich in der Mitte vielleicht ein anderer Energieraum. Ich bin auch immer neugierig, was auszuprobieren. Dieses ist ein Bild von der Dutch Design Week. Und wo man auch mal Zeit hat, was Neues zu experimentieren und dann auch vielleicht mal innezuhalten und zu reflektieren. Und rechts geht es auch darum, voneinander zu lernen. Und zum Thema Visual Pitch hatte ich da mit zwei Kolleginnen aus dem Design ein Experiment, das wir auf dem Design Thinking Day vor 3 Jahren vorgestellt haben. Also sind alles so Energieräume, die mir als Führungskraft auch wirklich die Energie mitgeben. Und was
wie schon heute angedeutet in meinem Pitch, was ich heute vor allem das Schwergewicht drauf legen wollte, war jetzt zu gucken, ob wir es schaffen, gemeinsam eine Lernreise fürs Führen im neuen Zeitgeist zu schaffen. Das heißt, ich werde jetzt kurz von der Agenda her das Lernexperiment erläutern, was wir gemacht haben, und auch durchaus interaktiv dann das Wie, das Was und das Wer zu diesem Lern-OS-Leitfaden Leadership beitragen könnte, dann gemeinsam mit euch erarbeiten. Was mich jetzt aber interessiert, ist natürlich, wer ist heute dabei? Und statt eine normale Einführungsrunde habe ich das jetzt kurz angepasst von Zoom auf MS Teams. Jeder von uns hier in diesem Raum hat ja unterschiedliche Führungserfahrungen, und mit Führungserfahrung meine ich jetzt auch nicht unbedingt, dass jemand einen Managementposten hat, sondern eine Führungskraft kann auch fachlich sein natürlich, und natürlich auch unterschiedliche Erfahrungen mit LernOS, Working Out Loud oder Peer Learning. Deswegen würde es mich mal interessieren, wenn ihr im Chat jetzt mal angibt, in welchem Quadranten seht ihr euch, damit ich auch schon ein bisschen eine Idee habe, mit welchem Erfahrungshintergrund wir hier unterwegs sind. Also ich sehe schon viel Führungserfahrung vorhanden, aber auch viel Erfahrung mit Peer-Learning-Ansätzen. Das ist eigentlich eine super Voraussetzung, um jetzt hier das Thema einzuführen und auch Gleichgesinnte oder Co-Creators zu finden, weil darum geht es mir eigentlich schlussendlich, ist Co-Creators zu finden für ein LernOS-Leitfaden Leadership. Vielen Dank für eure aktive Zuordnung. Also ich sehe, dass wir, also in Zoom wäre es natürlich auch schön, da würde man natürlich auch sehen, wie es sich verteilt, rein grafisch. Und hier sehe ich aber, dass es sich auch über das ganze Bild verteilt. Wir haben Leute mit mehr oder weniger Peer-Learning-Erfahrung und mit mehr oder weniger Führungserfahrung. Also eine diverse Gruppe, das ist eigentlich genau das, was mich auch die letzten 2 Jahre sehr fasziniert hat. Und zwar mit der Erfahrung mit Lernzirkel, wo man wirklich auf Augenhöhe ist. Und eigentlich müsste ich hier noch dazu schreiben, bunt gemischte Lernzirkel, weil das waren immer Lernzirkel mit Leuten, die ich vorher überhaupt nicht gekannt habe, ob sie jetzt intern bei SAP waren, bei meinen beiden Working Out Loud Zirkeln oder bei ULab vom Otto Scharmer von der MIT, dieses Massive Open Online Course, wo es auch das Thema Peer Consulting eine große Rolle spielt. Und die Reflexion mit 4 anderen Peers auch zentral ist für den Erfolg des Lernzirkels. Und natürlich bei SAP hat unser Nummer 1 HR-Influencer auf LinkedIn, der Kawa Yunusi, natürlich auch verschiedene Angebote zum Thema Führung im heutigen Zeitgeist erarbeitet. Und das hat mich alles inspiriert zu sagen, ja, das sind jetzt alles Elemente, die ich jetzt gerne vermischen würde. Und das Teil vom Working Out Loud Circle, von meinem zweiten, hatte ich mir als Goal gesetzt, wie schreibt man ein Businessbuch, und vor allem ein Businessbuch für First-Time-Leaders, weil ich bin ja selber auch erst seit 3 Jahren offiziell eine Führungskraft bei SAP mit dem SAP Develop and Learning Team. Und ich habe als Design Thinking Coach natürlich auch gleich etwas Research gemacht, das heißt Interviews mit Führungskraft-Kollegen, die auch neu als Führungskraft unterwegs sind, gemacht, dann Synthesis gemacht und dabei herausgekriegt, dass was die Führungskräfte oder die neuen Führungskräfte eigentlich haben wollen, der richtige Need, ist jetzt weniger das x-te Businessbuch, wie man am besten als Führungskraft agiert, sondern eigentlich ein Energieraum. Also ein Raum, wo ich vertrauensvoll mich austauschen kann mit Peers. Und auf dieser Basis habe ich dann mit der Unterstützung dieser Führungskräfte haben wir dann über 7 Wochen so einen ersten Zirkel aufgebaut, und zwar mit konkreten Guides. Also das ist ja etwas, was, denke ich, ich sehr schätze und auch die Führungskollegen, die dabei waren, auch sehr geschätzt haben, dass
es hier die Möglichkeit gibt, einfach sozusagen, man muss ja die Agenda der einzelnen Meetings nicht vorbereiten, sondern es ist eine Anleitung da mit Reflexionsfragen, also zum Check-in, zum Check-out und natürlich auch mit Methoden, um bestimmte Herausforderungen als Führungskraft dann zu besprechen. Also im Laufe der 7 Wochen, die wir den Lernzirkel gemacht haben, diesen eigentlichen Prototyp, ja, haben wir natürlich unterschiedliche Methoden ausprobiert, von der kollegialen Fallberatung über das Peer-Coaching nach Otto Sharma und andere Methoden. Und wie ihr seht, rechts ist es ja auch so, dass ja, wir haben on-site angefangen, rund um den Tisch am Whiteboard gearbeitet, aber natürlich kam dann Corona dazwischen und wir sind dann zu Mural übergegangen. Und meine Erfahrung ist auch, in den Prototypen habe ich natürlich auch Unterschiedliches ausprobiert mit auch sehr, sehr handgreiflichen Methoden im Sinne von, ja, wir bauen jetzt mit Legos ein Modell von der Secret Sauce für Leaders, ja, also auch sehr spielerische Elemente oder mit einer Collage mit den Leadership-Prinzipien. Oder dann hat eine Teilnehmerin vom Circle dann den Vorschlag gemacht, ja, wir können da sowas wie Speed Practices machen, also dass wir uns in ganz schnellem Rhythmus einfach gegenseitig austauschen. Und gerade heute Morgen hatte ich jetzt von meinem zweiten Circle, den ich nach diesem Prototypen mache, auch sofort ein wahnsinniges Feedback von den Teilnehmern, dass es unheimlich hilfreich ist und Augen öffnen zu sehen, aha, wenn ich mich jetzt hier mit Kollegen links und rechts, die auch Führungskräfte sind, die ich aber vorher vielleicht nicht kannte, zusammensetze, da kann ich ja sogar Lösungen finden zu meinen Problemen. Auch diese Kollegen haben genau die gleichen Probleme. Aber häufig ist man so in seinem Silo, in seinem Tagesgeschäft drin, dass man gar nicht dran denkt, was es alles möglich ist. Und deswegen denke ich, dass in dieser Methodik ein unheimliches Potenzial besteht, ja, Führungskräfte weiterzuentwickeln, sodass jeder auch die Möglichkeit hat, von den Erfahrungen von anderen Führungskräften zu profitieren, auch diesen Energieraum hat, wo er wieder Energie auftanken kann unter seinen Peers und natürlich auch für sich eine Möglichkeit hat, seinen eigenen Stil, seine eigenen Capabilities als Leader weiterzuentwickeln. Gut, das war jetzt ein schneller Einstieg in sozusagen mein Lernexperiment. Gibt es dazu Fragen? Genau, ich sehe in den Kommentaren, in Bayern sagt man, beim Reden kommen die Leute zusammen. Vom Manager. Ich hätte eine Frage, und zwar die Frage, wie unter den Führungskräften Vertrauen entstanden ist. Wie hast du das möglich gemacht? Ja, das ist, glaube ich, das ist natürlich genau der interessante Punkt, weil da kommen ja eigentlich 5 Leute zusammen, die sich vorher nicht kannten. Ja? Und das ist ja bei mir, war es beim Working Out Life Circle auch 2-mal der Fall. Das waren Leute, die hatte ich vorher 0 Kontakt und bei ULab natürlich noch mehr, weil sich die ganze Welt verteilt hat. Ich glaube, das kommt zusammen durch, ja, durch einzelne, natürlich auch Übungen am Anfang, wo man sich auch öffnet, ja, also wo man auch von sich was preisgibt und dann erkennt, der andere Kollege, der hat genau die gleichen Herausforderungen wie ich oder ich könnte jetzt was dazu beitragen. Und natürlich ist es ja nicht so, dass in so einem Circle vom Tag 1 dieses Vertrauen 100%ig da ist, sondern das entsteht ja auch über die Wiederholung der Circle. Ja, deswegen war jetzt das hier, dieser Prototyp haben wir zum Beispiel so angelegt, dass wir es jetzt über 7 Wochen gemacht haben, plus eine Woche, um uns zurechtzufinden und die Termine abzustimmen, weil das ist meistens auch meine Erfahrung mit Working Out Loud bei SAP. Der Bottleneck ist einfach diese Bildung der Zirkel und dann die Zirkel auch in Bewegung zu bringen. Ja? Also häufig ist es nach der ersten Euphorie oder auch wenn man hier an so einer Konferenz teilnimmt, ist man immer sehr euphorisch, energiegeladen. Ja, das will ich machen, das will ich machen. Und dann holt einem der Alltag wieder ein. Und deswegen war mir auch wichtig, bei diesen Circle, bei den Prototypen auch
sozusagen als Buddy auch für den Circle zu agieren. Weil ich glaube, Zirkel ohne Buddies, das ist wirklich sehr schwer, also wenn man jetzt ein bisschen in die Skalierung geht. Und das Vertrauen bildet sich. Aber ich muss sagen, das bildet sich auch erstaunlich schnell. Also wir hatten jetzt in beiden Zirkeln hier ab der zweiten Woche schon einen konkreten Fall einer Kollegin zu beleuchten und Hypothesen zu bilden und Lösungen zu finden. Genau, kannst du ein Beispiel für eine Übung geben? Also die Übungen sind eben ganz, ganz unterschiedlich und also wie gesagt, also ich bin sicher, dass von eurer Seite noch auch viel mehr Übungsideen kommen. Deswegen will ich ja auch diesen Leitfaden gemeinsam mit anderen erstellen. Also ein Beispiel für eine Übung, zum Beispiel für ein Check-in, wäre zum Beispiel so ein Journaling. Also zum Beispiel heute Morgen habe ich einen Circle, da ging es, weil ich wusste, dass die Kollegen das Thema Loslassen als Hauptthema hat, habe ich halt drei Journaling-Fragen zusammengestellt zum Thema zum Thema Loslassen. Ja? Und dann ist es so ein Einstieg, wo dann die Circle-Teilnehmer da auch geistig da reinkommen und man kommt ja häufig von einem virtuellen Termin zum nächsten. Und ich denke, da ist diese Check-in-Zeit immer sehr wichtig. Und dann die konkrete Übung war sozusagen angelehnt an eine kollegiale Fallberatung. Ja? Also da gibt es auch in dem Sinne jetzt auch keine Geheimnisse und das sind auch wirklich Methoden, die jetzt muss ich sagen, auf Basis der Erfahrung, die ich jetzt gesammelt habe mit diesen Peer-Zirkeln, erstaunlich gut funktionieren. Also das Feedback war von den Teilnehmern, von den Prototypen auch sehr gut. Genau. Okay, dann jetzt wäre für mich die Frage, Lern-OS, muss ich das jetzt hier vorstellen in der Runde? Weiß jeder, was ein Lernos-Leitfaden ist oder gibt es? Ja, okay. Also ich selbst bin jetzt auch in einem Lernos-Circle und da die Agnes sagt, dass sie es und die Christel wissen nicht, was Lernos ist. Also Simon, jetzt musst du ein bisschen weghören, weil ich mache es sehr pragmatisch. Also ja. Ich bin selbst in diesem weil ich wollte das selbst auch erfahren. Ich habe viel von Lernos gehört. Ich dachte erstmal sehr theoretisch und blablabla. Und dann habe ich gesagt, das ist so ähnlich wie Working Out Loud oder Design Thinking. Das kann man eigentlich nur verstehen, wenn man es selbst macht. Ja? Wenn man selbst teilnimmt. An Sketchnote Circle teilgenommen. Übrigens ein hervorragender Leitfaden. Also das ist für mich der Benchmark für Leitfäden, für Lernos. Und es geht auch darum, dass ich eine Gruppe von 5 Leuten zu einem bestimmten Thema. Hier geht es darum, halt bei Sketchnoting natürlich die Sketchnoting-Fähigkeiten auszubauen, über 12 Wochen zusammenkommt und anhand von ungefähr 30 Übungen in diesen 12 Wochen einfach die eigenen Fertigkeiten weiterentwickelt. Ja? Und da geht es natürlich darum, einerseits um Selbsterfahrung, natürlich auch um das Feedback der Teilnehmer innerhalb des Zirkels, aber da gibt es auch durchaus Übungen, die gehen dann so in Working Out Loud Manier natürlich auch nach außen, wo man natürlich einfach was postet auf Twitter und dann auf Feedback von dort wartet. Dazu angereichert natürlich auch zusammengestellt unheimlich viele Ressourcen und Tipps und Tricks zum Thema Sketchnoting und insgesamt, ich denke, das Erstellen von so einem Leitfaden ist natürlich in sich selbst schon eine Lernreise, weil das sind natürlich immer, also jetzt bei dem Sketchnoting-Leitfaden waren ja ein Dutzend Engagierte beteiligt, plus natürlich unzählige Leute, die einzelne Elemente beigetragen haben. Und dahinter steckt natürlich auch noch eine ausgefeilte Technologie, ja, da will ich auch nicht in Details reingehen, aber das ist einfach ein Betriebssystem, für das kontinuierliche Lernen. So würde ich es mal zusammenfassen. Simon, magst du es ergänzen? Ich könnte einen Aspekt vielleicht noch ergänzen. Das, was du jetzt erklärt hast, ist quasi so diese LernOS Toolbox, wo man einzelne Tools genau. Und Methoden lernen kann. Ne? Sowas wie Sketchnoting, Podcasting, Community Management, Barcamps machen. Den Kern von LernOS bilden 3 Leitfäden, die quasi erklären, wie kann man lebenslanges Lernen auf den 3 Ebenen, Individuum, Team und Organisation etablieren.
Und ich denke, der Anknüpfungspunkt für das Thema Leadership könnte eben dieser LernOS für Organisationen Leitfaden sein, wo wir von dem David Garvin die drei Bausteine der lernenden Organisation aufgreifen. Ja. Und einer dieser Bausteine eben Leadership that reinforces learning ist. Also eine Führung, die das Lernen in der Organisation enforce ist immer schwierig auf Deutsch zu übersetzen. Wir haben es mal übersetzt mit Führung, die das Lernen stärkt auf allen Ebenen, also die selber das Lernen vorlebt, die den Mitarbeitern Freiräume zum Lernen gibt, die Freizeiten zum Lernen gibt, die sowas wie Barcamps wertschätzt, Communities wertschätzt. Ja, und das wird in dem LernOS für Organisationen Leitfaden erstmal sehr organisationstheoretisch betrachtet. Ne? Und so ein Leitfaden, wo man jetzt Circle machen könnte mit Führungskräften, wo die DATEV zum Beispiel auch ein hohes Interesse dran hat, das sind wir auch in so einem Prozess, könnte eben helfen, jetzt Führungskräfte genau auf diese Reise mitzunehmen und das ganze Buzzword-Gewitter von Servant Leadership, Digital Leadership, Agile Leadership und so weiter und so weiter ein bisschen zu lichten und sehr praktisch zu machen. Genau, super. Dankeschön, Simon. Das ist eine sehr gute Ergänzung. Ich habe mal gerade eine Frage. Geht es da eher so um Self-Leadership, so im Sinne von dem, was so Piwi so macht, also um Self-Management, weil wenn es heißt so Energieräume, dann denke ich natürlich sofort an Resilience und Mindfulness. Du hast vorhin gesagt Journaling, das erinnert mich an SIY. Die Richtung, in die es geht, oder ist es so ein Gesamtverständnis von Leadership, wo es auch darum geht, jetzt Teams zu managen und so? Genau, ja. Also es geht da schon zentral darum, um Herausforderungen im Führungsalltag, die sich stellen, wenn man ein Team oder eine Organisation leitet. Aber natürlich gehört natürlich diese Self-Leadership natürlich auch mit dazu. Ja, also ich muss mich ja selbst führen, bevor ich andere führen kann. Damit fängt es an, ja. Ja. Also genau. Es gibt eine Vorstufe, ein Prototyp für ein LernOS Mindfulness Guide, so ein Achtsamkeitsguide. Da ist auf Connect, haben wir die Aufzeichnung, das wurde vor einem Monat vorgestellt. Da geht es um so Selbstführungsthemen. Genau. Aber ist es nur Mindfulness oder ist es auch Self-Organization? Ne? Ich meine, so, wenn du dran denkst, da passen auch so Sachen rein wie Getting Things Done, weil wenn ich mich selbst manage, muss ich mich ja meine Emotionen managen oder mich pegeln, aber auch selbst organisieren im Sinne von... Also dieses Thema Selbstorganisation ist eher in dem LernOS für dich Leitfaden. Dort gibt es drei Lernpfade, einen für Getting Things Done, einen für Working Out Loud und einen für Objectives and Key Results, um quasi so dieses OKR, ne, was sind eigentlich meine Ziele, wo will ich hin? Getting Things Done kennt man sehr aus dieser Selbstmanagement-Ecke, aber da gibt es diese sechs Horizons of Focus, ne, wo quasi der letzte Horizon Purpose of Life ist. Ne, und der unterste Horizon ist quasi so mein Tagesgeschäft, die Aufgaben der Daily Wahnsinn, der auf mich einprasselt. Ne, also das ist eher dort. Und der Mindfulness ist eher eine Vertiefung in Richtung Achtsamkeit. Ja. Das kommt von Getting Things Done meines Wissens nach nichts mehr vor. Gut, danke. Jetzt ganz kurz, also das ist auch mein letzter Anmerkung. Ja. Meine Frage wäre jetzt, wie groß ist denn das Paket, das wir dann schnüren? Ist da von allem etwas dabei unter dem Gesamtthema Leadership oder ist das nochmal? Das ist etwas, was natürlich von den Co-Creators mit definiert wird. Das gehört ja zur Gestaltung, zur Gestaltungsaufgabe dazu. Und da würde ich jetzt gerne dazu kommen, weil wie gesagt, ich habe jetzt hier ein Lernexperiment, was ich selbst durchgeführt habe, vorgestellt. Ich bin sicher, dass von eurer Seite in euren Organisationen oder in eurem Umfeld andere spannende Experimente durchgeführt wurden, die in die ähnliche Richtung gehen. Und jetzt wäre die Frage ganz konkret, also wenn man sich jetzt gemeinsam rangehen würde, um jetzt analog wie diese Toolbox für ein LernOS-Leitfaden für Sketchnoting ein LernOS-Leitfaden für Leadership erstellen würde. Der Scope wäre natürlich auch Teil der Aufgabenstellung von dieser Gruppe. Gemeinsam eine Lernreise fürs Führen im neuen Zeitgeist schaffen. Gemeinsam schaffen heißt, wer würde sich interessieren, da beizutragen? Das war jetzt meine Frage im Chat. Das heißt, von der Gruppe, die jetzt heute dabei ist, und der Simon hat es ja freundlicherweise auch schon in die ganze LernOS-Community
gesendet. Da kommen vielleicht auch noch Feedback von anderen Menschen, die auch daran interessiert sind. Dann sehe ich hier Giovanna, hier Simon Dückert, plus eins. Super. Marianne Windelband, auch schön. Dörte, Marianne, plus eins. Christel, plus eins. Wow, das ist ja schon Hamburg 2, whoever that is. Vielleicht schreibst du noch deinen richtigen Namen, dann habe ich eine Chance, dich nahe zu kontaktieren. Silke, okay, danke schön. Silke Jena, okay. Ja. Gut, ob man dazu ein Lern-OS zuerst durchlaufen muss, sicher sinnvoll, die Erfahrung zu sammeln. Ja, aber trotzdem, Input kann man trotzdem geben. Dann, wer fällt euch, das würde ich als nächstes fragen, wer sollte angefragt werden? Also im Sinne der Inspirationsquelle. Das ist ja auch so bei einem Lern-OS Circle, ja, diejenigen, die konkret daran arbeiten und natürlich auch diejenigen, die für bestimmte Teile auch einen Input geben können oder die wir anfragen können. Also was, hängt vom Scope ab, oder? Was glaube ich wichtig ist, es erscheint jetzt in 6 Wochen oder so ist es geplant, so ein Leitfaden, wie man solche Leitfäden schreibt. Okay. Und da ist halt ein Aspekt, dass sozusagen so ein Leitfaden immer evidenzbasiert sein sollte, also dass da abgesichertes Wissen und in der Praxis bewährte Themen rein sollen. Mhm. Ja, das heißt, da müsste man halt so Sachen wie, was weiß ich, Google Project Oxygen oder Menschen, die halt Führungskräfteentwicklungsprogramme machen oder Leute, die selber Führungskräfte sind. Ne, was wir versuchen nicht so sehr zu haben, es gibt so einen ganzen Haufen, man schreibt 3 Schlagworte hin, nennt es XY-Modell und das ist dann die Führung der Zukunft. Ne, sowas soll ein Lern-OS-Leitfaden nicht sein, sondern der Inhalt, diese Grundlagen, soll so nach diesem Wissenschaftsprinzip Standing on the Shoulders of Giants quasi abgesichert mit dem Verständnis Managementlehre, Leadership, Führung der letzten 100 Jahre und der Praxisthemen, die anfangen sich durchzusetzen, sozusagen den besten das bestverfügbare Wissen anteasern in der Lernreise. Ja, genau. Natürlich ist die Frage, ob man das inhaltlich jetzt als inhaltliche Lernreise gestaltet, also mit sozusagen Lerninhalten oder nicht eher so als Reflexionslernreise, also wo man dann auch, das gibt ja auch da, könnte man ja verschiedene Modelle, aber das ist dann eine Aufgabe von der Gruppe, das denke ich, festzulegen. Auf Basis von Kriterien, die natürlich für alle Lern-OS-Leitfäden gelten. Das habe ich jetzt schon verstanden. Gut. Diesen Spagat zu machen, ist auf jeden Fall eine große Herausforderung. Das ist bei uns im Sketchnoting-Leitfaden, glaube ich, noch relativ leicht gewesen. So, weil uns da an, also ich meine, unsere Fallhöhe ist nicht so hoch, ja, beim Sketchnoting als bei Leadership, ja, wo ja ne, ganze Jobs und Beziehungen hinterhängen. Ne? Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Diversity oder Mindfulness da größere Schwierigkeiten hatten, sich so auf so eine Basis zu einigen. Ja, und auch das Spiel hinzubekommen von wie viel Input brauche ich auch, will ich auch haben, wie viel Referenzfläche, weil es soll ja nicht nur so ein Laber-Circle sein, wo man sich 12-mal trifft und immer so das Gleiche erzählt, was man auch irgendwie sonst wem erzählt. Und das musst du auf jeden Fall gut handeln. Ich würde ganz gerne wissen, wie man Kontakt mit dir herstellen kann für dieses Thema, weil ich würde dich ganz gerne empfehlen an meinen ehemaligen Lernos Circle, die jetzt gerade improvisierten Sprint machen mit Leadership-Themen. Ich weiß nicht, was deren Stand ist, aber ich will euch auf jeden Fall connecten. Genau. Da kommt noch ganz zum Schluss eine Zusammenfassung. Call to Action sozusagen. Gut. Okay. Ganz dann, kurz, entschuldige Felix, wenn ich unterbreche, weil ich muss jetzt weg. Wie kann ich euch denn kontakten? Also ich habe diese Programme in meiner Organisation immer betreut und ich möchte auf jeden Fall dabei sein. Ich klinge mich jetzt aus.
und erreicht dich über einen anderen Kanal, oder? Genau, also ich denke, ja. Also mein präferierter Kanal ist über LinkedIn. Okay. Und ich störe nicht weil da wirklich fast alle drin sind. Ja, genau. Okay. Daumen drücken. Tschüss. Okay. Dann vielleicht ein Punkt, den ich auch spannend finde, ist natürlich, wenn man auf so eine Lernreise, ich meine, der Simon hat schon angedeutet, es gibt natürlich auch bestimmte Prinzipien für diese Lernreise. Und das sind jetzt die Prinzipien, die ich jetzt mal für diesen Prototypen gewählt habe. Also Offenheit für Neues und andere Perspektiven, weil ich glaube, es gibt auch neue Perspektiven, die jetzt nicht 100 Jahre Management-Background haben, die sehr wertvoll sind und auch, aber da stimme ich zu, dass natürlich evidenzbasiertes Arbeiten da wichtig ist trotzdem. Vertrauensvoller Austausch, kontinuierlich voneinander lernen, relevante Inhalte, also jetzt für Führungskräfte und Selbstverantwortung ist halt für die Lernreise im Rahmen von so einem Lernos-Zirkel, denke ich, so analog zu Working Out Loud oder ULab auch wichtig. Gibt es noch andere Prinzipien, die euch wichtig sind? Die Brücken zu bauen zu so Prinzipien und Wertesysteme, die halt viel diskutiert werden. Ne? Also wenn man jetzt mal beispielhaft an so das agile Manifest denkt, mhm. quasi die agilen Prinzipien und agilen Werte, was für einen Bezug gibt es da zu dem Thema Führung beispielsweise? Oder auch das ganze Digital Leadership Thema. Ne? Da wird ja auch über Offenheit und Transparenz und so gesprochen. Mhm. Ja, dass man da quasi anknüpft an Gebäude oder an Theorien und Felder, die in den Organisationen ohnehin schon da sind und oft für die Leute so ein bisschen unverbunden nebeneinander stehen. Mhm. Klasse. Ja, habe ich gleich mit aufgeschrieben. Dann Christel hat geschrieben, Wertschätzung, Toleranz und Humor. Finde ich auch sehr gut. Ja, ich könnte mir noch Verbindlichkeit vorstellen, Commitment. Verbindlichkeit, ja. Dann kannst du es ja noch dazu schreiben. Dann Dörte, als Grundannahme, jeder tut sein ihr Bestes, jeder führt sich selbst. Mhm. Ja, vielleicht magst du es noch erläutern? Also ich finde das generell bei Führung oder auch in so einem Zirkel relevant, also davon auszugehen erstmal, ne, dass jeder sein Bestes tut. Was durchaus eine Diskussion teilweise ist, im Sinne von, naja, da kommt jetzt irgendwas raus, was vielleicht nicht so aussieht, aber dann hat derjenige gute Gründe, dann hat der Randbedingungen oder was auch immer, die dazu geführt haben, dass dem so ist. Das nimmt so ein bisschen den Druck auch weg von der Person, sondern guckt auch ein bisschen mehr auf das System. Mhm. Das Zweite ist, glaube ich, so dieser Punkt, vielleicht auch ein bisschen anders formuliert, was da schon steht, Selbstverantwortung oder Eigenverantwortung, im Prinzip zu sagen, naja, jeder führt sich selbst in voller Verantwortung und ich kann zwar Rand- und Rahmenbedingungen geben, aber auch in so einem Zirkel, aber letzten Endes ne, ist das ein anderer Mensch und der hat Eigenverantwortung für sich selber und ich habe Eigenverantwortung für mich, um mhm. das sauber zu trennen. Das finde ja. ich, gerade wenn es jetzt so ins Eingemachte geht, ne, das ist ja schon so die Idee, dass dann auch vielleicht Sachen hochkommen, die vielleicht schwierig sind, dass man da sozusagen die Lizenz hat, auch zu trennen. Das ist jetzt dein Ding, das ist mein Ding. Ja, sehr gut. Dann Christel, magst du das Search for Talents, Train the Skills kommentieren? Ja, ich erlebe halt immer wieder, könnt ihr mich gut hören? Ja, sehr gut. Ich erlebe halt immer wieder, dass Menschen in Führungspositionen gehievt werden, die da schlichtweg sich weder wohlfühlen noch hingehören. Und deswegen finde ich es immer sehr, sehr schön, wenn Menschen mit so einer Grundausstattung von Toleranz, Humor, Wertschätzung mit mir auf die Reise gehen. Und dann ist es, denke ich, nur noch ein kleines Feintuning, ihnen die Tools beizubringen, ja, aber wenn ich da so absolut herzbefreite, voll verkopfte Leute sehe, die noch nie in ihrem Leben irgendeine Art von Team geleitet haben, sich nicht mal daheim um ihre eigenen Kinder gekümmert haben, meistens ist alles outgesourced und sonstiges, und die kriegen auf einmal ein Team und Verantwortung, also da stehe ich manchmal davor und denke mir, ey, mach doch was anderes, ja.
Super, Dankeschön, Christel. Vielen Dank für euren Input. Dann vielleicht noch der dritte Inputpunkt wäre natürlich auf das Thema Führen im neuen Zeitgeist. Welche Themen sind da relevant aus eurer Sicht? Medienkompetenz. Vertrauen ist natürlich sehr die Basis natürlich für die gesamte Führungsarbeit. Gelassenheit spielt auch immer mehr eine Rolle, gerade in der aktuellen Zeit, wo das Licht am Ende des Tunnels wieder länger wird. Empathie, Digital Literacy. Genau, das Thema digital führen, das habe ich ja auch schon ein paar Mal, viele Male gelesen. Was versteht ihr eigentlich unter digital führen? Weil das liest man ja auch immer auf so Konferenzen. Digital Leadership, was ist das für euch? Weil das ist eine schräge. Ja, das finde ich ein spannendes Thema, weil wenn man mal den englischen Sprachraum guckt, dann kommt Digital Leadership aus der Führungsposition von Unternehmen auf Märkten. Also Digital Leadership hat in den Ursprüngen zu tun mit Marktführerschaft. Ne? Und bei uns ist es sehr auf die Person der Führungskraft bezogen, ne? Wo man, glaube ich, auch mal die Frage stellen kann, ob denn so eine Führungskraft deutlich andere Digital Literacy braucht, als das meinetwegen ein Projektleiter oder ein Projektmitarbeiter braucht. Mhm. Na, und dann kommt man nämlich, glaube ich, drauf, dass das ganz, ganz wenig Felder und Aufgaben der Führungskraft sind, die so spezial digitale Facetten haben. Ne? Also sich um Belange der Mitarbeiter kümmern, das muss ich tun, egal ob ich im Büro dann zusammen mal Einzelgespräch mache oder das jetzt heute per Teams mache. Also man kommt da dazu, dass da im Digital-Bereich gar nicht so viel übrig bleibt, was speziell ist für die Führungskraft als Person. Okay, ja. Genau, ja. Digital Leadership wird im englischen Sprachgebrauch anders verstanden, ja. Gut, dann haben wir noch Resilienz, ja. Die ist natürlich gerade in der aktuellen Zeit sehr gefordert und ist gerade bei SAP zum Beispiel zum Teil der Produktstrategie geworden, Resilienz bei Kundenunternehmen zu stärken, lernende Organisationen fördern, Reflexionsfähigkeit. Sehr gut. Also ich glaube, ich meine, das ist jetzt heute nur ein Schnelldurchlauf, um das Thema anzuteasern und zu gucken, gibt es eine Resonanz in dem Raum der Corporate Learning Community. Und was mich freut, es gibt diese Resonanz. Das heißt, jetzt wäre die Frage an den Lernos-Leitfaden Profi, was ist so eine Best Practice, wie man da als Gruppe durchstartet? Klar, wir können uns jetzt im Nachhinein vernetzen, aber ich denke, was ist so der empfohlene Weg? Also ich denke, wir haben jetzt die Erfahrung gemacht mit dem Diversity-Leitfaden, mit Mindfulness und einigen anderen. Wichtig ist es, so einen ersten Termin zu machen, der mal ein bisschen länger ist, wo man sich auch nochmal anguckt, was sind so die Rahmenbedingungen für einen LernOS-Leitfaden. Also da gibt es ja so eine gewisse Kapitelgrundstruktur und wie schreibt man den und wie ist der Übungsteil, dieser Lernpfad aufgebaut. Also dass man so quasi den Rahmen kennt, in den so ein Lernpfad fallen könnte. Und dann ist die Erfahrung eigentlich aus fast allen Leitfäden, dass es wichtig ist, sich am Anfang genug Zeit zu nehmen, sich über die Materie und die Zielsetzung des Lernpfads Gedanken zu machen. Ne, weil Leadership ist so ein Thema, so ähnlich wie Bildung und Schule. Da kann jeder irgendwie mitsprechen und jeder hat eine Sicht. Und wenn man dann mal eine Weile länger spricht, dann stellt man fest, dass das durchaus sehr unterschiedlich verstanden wird. Und wenn man in so einem Leitfadenteam keinen Common Ground hat und nicht
genau weiß, dann arbeitet man quasi da so aneinander vorbei und kommt irgendwie mit dem Leitfaden nie voran. Mhm. Ja, also das war durchaus so, dass man dann da so 2-3 Termine, also Kickoff plus 1-2 Termine hatten, bis man gesagt hat, jetzt fühlen wir uns sicher, wissen, wie ist das Grundlagenkapitel auf den ersten 2 Überschriftsebenen aufgebaut, eine Idee hatte, wie die Übungen dann für die Wochen aussehen können und dann konnte es mit Inhaltsproduktion losgehen. Mhm. Und den ersten Schritt mit dem Rahmen kennenlernen, wärst du da der Ansprechpartner, der mal so eine Session machen könnte? Ja, genau. Genau, da haben wir auch einiges fertig. Wie gesagt, das wird jetzt auch dieses Template fertig, wo man quasi relativ einfach von GitHub ausgehend sich die Infrastruktur anlegen kann, um den dann auch zu schreiben. Da ist in der Regel am Anfang so eine halbe Stunde, wo man da mal eine Einführung gibt und ein bisschen Q&A und dann alle im Team quasi da schon mal die gleichen Grundlagen kennen. Mhm. Also wenn du die Adressen jetzt sammelst oder die Kontakte zu allen, die mitmachen wollen, genau. Also sagen, wir stimmen uns nochmal ab, wo wir beide Zeit haben, schicken so ein Doodle oder Findtime oder irgendwas rum für so einen ersten Termin. Genau. Ja, das für die anderen im Raum ein gangbarer Weg. Ich glaube, das ist gut. Also genau, erstmal ein Doodle machen, ein bisschen zusammensetzen, Rand- und Rahmenbedingungen klären, Ziele klar. Das klingt vernünftig, so würde ich das auch machen. Das ist schön. Und vielleicht machen wir noch ein kurzes Blitzlicht am Ende, dass jeder in einem Satz so Feedback zu der Session gibt. Das wäre für mich ganz wertvoll. Also gerne auch verbal. Also ich finde es ein super Einstiegspunkt, auch dass du es mit einem Beispiel gemacht hast, gezeigt hast, du es auch als Führungskraft selber machst. Das finde ich super, weil ganz oft sprechen Leute über Führung, die gar keine Führung machen in ihrem Alltag. Mhm. Und ich finde es ein super Einstieg, da jetzt weiterzusprechen und so einen Begriff, den alle im Mund führen, irgendwie mit Leben zu füllen. Mhm. Ich bin noch so am Einstieg von deiner Session. Also ich fand diese Bewegungsübung klasse. Und auch nochmal, dass du dich gezeigt hast mit deinen Energieräumen. Das hat mich so inspiriert, auch nochmal zu gucken, was sind meine. Okay. Dankeschön, Marianne. Wer mag noch? Also danke für die Session. Ich bin eher so bei dem, es ist ein Einstiegspunkt, ne? Das ist so ein bisschen, da gärt was, da kann was wachsen, da kann was entstehen. Es ist halt noch nicht so viel da, das ist aber okay. Mhm. Ansonsten, ich mit MS Teams klingt es bei mir immer, dass ich euch alle nicht sehe und so oder nur ein paar, ist doof. Okay. Aber gut. Dankeschön, Dörte. Dann Christina hat geschrieben, gute Impulse, vielen Dank und ich bin gespannt auf den OS-Guide. Okay, übermorgen natürlich. Gut. Ja, ich habe viel gelernt, hat wirklich Spaß gemacht, verstehe jetzt, was ein OS-Guide ist. Freue mich auf alles, was noch kommt. Es tut vor allen Dingen immer gut, auch einen Austausch zu haben zu anderen Menschen, gerade in diesen Zeiten. Und wenn es dann auf so einem hohen fachlichen Niveau ist, dann ist es mehr als inspirierend. Danke. Okay. Dann freue ich mich darauf, euch zu kontaktieren. Das heißt, ich werde jetzt alle kontaktieren, die gesagt haben, sie interessieren sich dafür, mitzumachen. Ich werde mit Simon einen Termin abschließen und dann mit Doodle ein paar Terminvorschläge machen für den Einstieg. Das wäre aus meiner Sicht der nächste logische Schritt, auf den ich mich auch sehr freue mit euch gemeinsam. Super, danke dir. Bitte, gerne. Vielen Dank. Danke, bis später. Ciao. Ja. Super, ciao. Super Zeitmanagement. Ja, das stimmt. Punktlandung. Yes. Simon,